Hallo, hier ist wieder euer Häcksler, der Henker. Ich habe mich diesmal ein bisschen wärmer angezogen, da es ziemlich kalt hier geworden ist in der Nöhlbrack und ich in der Ritterrüstung ganz schön am Frieren bin. Wie ihr mitbekommen habt, ist hier das Drachengepolter wieder im Gange nach 6 Jahren Pause. Wir wollten uns nochmal an das Abenteuer heranwagen, weil wir immer wieder merken, dass es noch Probleme gibt. Das Problem ist, man kriegt einen Hammer mit 3 Fertigkeiten, mit den ersten zerschlagt er die Pinatas, mit dem zweiten springt er ein großes Stück vorwärts und zerschlägt etwas. Und der dritte lässt euch über eine riesengroße Strecke weit weg springen. Das alles sehr knapp bemessen. Aufgabe von euch ist eben 19 zu schaffen, damit er auf Gold kommt. Ich zeige euch meinen Weg, wie es aussehen kann. Natürlich ist es Gewöhnungssache, ne? Also die Leute, die jetzt das öfters machen, sind dann in dem jeweiligen Weg dann besser trainiert. Nicht jeder Weg ist für jeden gemacht, deswegen müsst ihr selber rausfinden, welcher es ist. Ich würde euch auf jeden Fall nur zeigen, welchen ich immer benutze, welcher gut klappt. Der erste ist auch direkt hier vorne. Ist ein bisschen knifflig, das sage ich euch jetzt schon mal, das wird ein bisschen eng, aber ich zeige es euch mal und dann gucken wir weiter. Also mit 1 schlagen wir drauf, dann haben wir hier die 3, Springer komplett hier rüber. Dann haben wir hier den zweiten, dritten, hier rüber. Dann springe ich immer hier quer rüber. Wichtig ist, dass es über den Zaun kommt. Dann habt ihr hier noch einen. Hier, über den Stuhl. Wichtig ist, dass ihr hier rüber springt, über das Dach und hier unten nicht runterfällt. Dann habt ihr nämlich einen schönen, schönen Weg. Übrigens könnt ihr den Dreier auch in Luft benutzen, das zeige ich euch gleich. Das ist nämlich wichtig. Ihr könnt auch abbremsen, das ist ganz wichtig. Hier nochmal mit der 1 drauf. Dann nochmal hier drauf, das ist ganz wichtig, dass ihr den erst später macht, weil dann könnt ihr mich direkt hier rausspringen. Zerschlagt den, springt hier vorwärts, bremst ab, mit der 1 hier rüber, dann nochmal mit der 3. Dann schlagt er auf den ein, dann nochmal die 3. Dann hier nochmal draufschlagen. Dann springt er hier, passt auf, dass er an der Ecke nicht kommt. Dann direkt die 2. Wenn das Spitzen später macht, ist auch kein Problem. So, dann hier nochmal drauf. Dann hier nochmal auf die drauf. Dann versucht schnell wieder rauszukommen. Passt auf den Jago auf. Da nochmal die 2 drücken. Ansonsten nochmal hoch. Da. Und. So, und erwischt. Bingo. Wenn ihr ein bisschen schneller seid, könnt ihr hier noch den 20. machen und hier noch den 21. Wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr knifflig, aber ihr könnt es schaffen, die 19 zu erreichen und dann habt ihr auf jeden Fall die Gold geschafft. Das war euer Häcksler, der Henker hier in Höhlprag zum Drachengepolter.